Haben Sie nicht gehört, was die Ministerpräsidentin gesagt hat? Haben Sie das nicht gehört, Herr Kollege von der SPD? Sie sagen, ich hätte Erfahrung. Und in der Tat, Herr Kollege, ich habe schon mal in der Hochphase der New Economy, habe ich schon mal ein Unternehmen gegründet. Und dieses Unternehmen war damals nicht erfolgreich. Heute hier hat die Ministerpräsidentin gesagt, man soll auch Scheitern von Pionieren nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Da haben Sie einen. Da haben Sie einen in Ihren eigenen Reihen, Frau Ministerpräsidentin. Da haben Sie einen, der nicht zuhört, was Sie machen. Das ist Ihr Kollege. Das ist einer der Gründe, warum heute die Menschen lieber in den öffentlichen Dienst, da haben Sie ja auch gearbeitet, gehen, statt sich zu gründen. Weil man nämlich, wenn man Erfolg hat, in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler gerät. Und wenn man scheitert, ist man sich Spott und Häme sicher. Das ist doch der Grund. Und da sag ich Ihnen, Herr Kollege, da sag ich Ihnen, es sind ja oft genug, Sie sind übrigens der Zweite, Herr Hahn hat das auch schon mal hier probiert am Pult, sind übrigens immer meistens solche Sozialdemokraten, die das ganze Leben im Staat gearbeitet oder vom Staat gelebt haben, die anderen unternehmerisches Engagement vorwerfen. Und ich sag Ihnen noch eins, ich sag Ihnen noch eins, ich sage Ihnen noch eins, weil Sie sich hier bis auf die Knochen blamiert haben. Sie haben im Grunde die ganze Regierungserklärung der Ministerpräsidentin durch Ihren dämlichen Zwischenruf zur Makulatur gemacht. Ich sage Ihnen eins. Bei dem Kollegen, der jetzt zum ersten Mal überhaupt hier im Landtag in Erscheinung tritt, können Sie sich bedanken, Frau Ministerpräsidentin. Und ich sage Ihnen eins, Herr Kollege, mit mir können Sie das ja machen. Schauen Sie, ich bin FDP-Vorsitzender, ich bin andere Anwürfe gewohnt. Aber welchen Eindruck macht so ein dümmlicher Zwischenruf wie Ihrer auf irgendeinen gründungswilligen jungen Menschen? Was ist das für ein Eindruck? So, das hat Spaß gemacht. Das meine ich wirklich kollegial. Wenn Sie es nicht machen, wie soll die Debatte denn weitergehen? Wollen wir dann hier Debatten führen über die Äußerungen von Sigmar Gabriel, der im Stern gesagt hat, es gibt ein Recht darauf, deutschnational zu sein? Sollen wir das dann demnächst diskutieren und auslegen als, aha, er äußert Verständnis für Rechtspopulismus? Wollen wir uns auf Dauer beschäftigen mit den drei SPD-Ortsvereinen, die mit Pegida-Parolen auf der Straße unterwegs sein wollen? Wollen wir das so machen? Hören Sie auf damit! Hören Sie auf damit! Dieses Niveau beschädigt uns und unser demokratisches Miteinander. Aber man muss doch unterscheiden zwischen dem harten Kern dieser Wähler, die rechtsradikale Vorstellungen haben, und einem größeren Teil von Bürgern, die aktuell angesichts der politischen Lage verunsichert sind und in der AfD lediglich ein Protestventil sehen. Wohlmeinend, Herr Römer, will ich sagen, Ihre SPD-Ortsvereine in Essen, das sind doch keine Rechtspopulisten, sondern die haben große Sorge, dass die Politik mit den Problemen nicht fertig wird. Der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland sagt, die Flüchtlingspolitik der Großen Koalition sei chaotisch. Ja, selten hatte ein Genosse so recht. Wir haben Julia Klöckner, die einen Plan A2 vorlegt. Man würde sich wünschen, man würde mal den Plan A1 von Frau Merkel kennen. CDU und CSU und SPD kommen seit Monaten nicht zu Potte. Das Asylpaket ist immer noch nicht durch den Bundesrat. Und dann erleben wir öffentlich nur Schuldzuweisung, Blockade. Mit Schuldzuweisung und Blockade macht man die Rechtspopulisten groß. Rechtspopulisten klein macht man mit Problemlösungen. Und ich fordere Sie auf, dahin zurückzukehren. Einwanderungsgesetz. Liegt doch auf dem Tisch, was wir tun müssen. Einwanderungsgesetz, europäische Lösungen, notfalls auch unvollkommenes europäisches Recht wieder in Kraft setzen. Dublin III, so chaotisch wie die Zustände heute sind, war das mit Dublin III nicht. Also wir müssen über diese Dinge reden und auch zu Handlungen kommen. Das, was gegenwärtig passiert, macht die Leute verrückt. Die sehen die Probleme und lassen sich ihre Alltagsbeobachtungen auch nicht von der Ministerpräsidentin ausreden. Die wollen, dass die Politik diese Probleme löst, und dann holt man die auch von den Rechtsradikalen und Rechtspopulisten weg. So, und Frau Ministerpräsidentin,
Was Sie in dieser Lage geritten hat, öffentlich zu erklären, Sie wollen nicht mit der AfD diskutieren, erschließt sich mir nicht. Muss ich Ihnen wirklich sagen, ist für mich völlig unverständlich, was Sie da geritten hat. Zunächst mal halte ich es ohnehin für ein demokratisches Problem, wenn die Regierung öffentlich entscheidet, mit wem sie spricht und mit wem nicht. Schon ein bisschen ein merkwürdiges Debattenverständnis. Aber, Frau Ministerpräsidentin, merken Sie nicht, welche Macht Sie der AfD geben, wenn Sie die zu einem solchen Faktor hochjatzen, dass Sie sich über ein Jahr vor der NRW-Landtagswahl damit auseinandersetzen, ob Sie mit denen in ein wie auch immer geartetes TV-Duell oder eine Debatte geben. Sie machen die groß damit. Sie machen die zu einem Faktor damit. Jetzt meine zweite Bemerkung. Haben Sie ja gerade auch schon wieder versucht, Herr Mostofizadeh. Und Frau Lüders, die ganze Debatte heute bisweilen verantwortungslos. Was das für ein Bild ist. Wenn die einen und die anderen sich vorwerfen, ja, aber ihr habt aber einen Kollegen, was der gesagt hat, ist aber Rechtspopulismus. Und dann kommt es zurück, ja, aber Sie haben doch auch schon mal dies und das, das ist doch AfD. Ich will Ihnen mal sagen, ich habe mehrere Interviews in der letzten Zeit gegeben und da haben mich die Journalisten Frau Lüders gefragt, Herr Lindner, wie finden Sie eigentlich, fragen Journalisten, letzte Woche Freitag oder vorletzte Woche Freitag die Welt. Da fragt ein Journalist, Herr Lindner, wie finden Sie eigentlich, dass der SPD-Vorsitzende öffentlich jetzt im AfD-Slang seine Interviews gibt? Ich habe eben schon gesagt, er hat Verständnis für deutschnationale Bewegungen. Er war bei Pegida als Privatmann mit Lederjacke. Ich sage Ihnen, warum ich das hier so ausführe, Frau Lüders. Wenn nämlich die einen und den anderen immer wieder vorwerfen, ja, der Herr Friedrich und der Herr Stoiber, das sind ja Rechtspopulisten, dann verniedlichen Sie die wahren Rechtspopulisten und Rechten. Und das macht die Leute, doch, ach, das müssen Sie jetzt mal aushalten, Frau Lüders, was ich Ihnen sage. Wenn ich war auch, um jetzt mal von... Um mal unsere Talkshow-Erfahrungen mal rauszuarbeiten. Ich war am Montag bei Hart, aber fair. Und da habe ich gesagt, wir müssen zurück zum Rechtsstaat kommen und zum europäischen Recht. Und dann flüstert Elmar Brok, was der Lindner gesagt hat, das sei ja wohl AfD. Ich sage Ihnen, wenn wir das, was man politisch korrekt sagen darf, immer weiter einengen, dann führt auch das dazu, dass die Ränder stark werden, weil die Menschen Diskursverbote nicht akzeptieren von Ihnen. Herr Kollege Römer, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, wie Sie unser Land Nordrhein-Westfalen gewürdigt haben. Es hat nur noch eins gefehlt. Herr Römer, es hat nur noch gefehlt, dass Sie das 6:0 von Dortmund gestern Abend als Ergebnis rot-grünen Regierungshandels dargestellt hätte. Das hat noch gefehlt. Ich denke an die Frage der Besoldungserhöhung. Und ich denke an die Frage der Frauenförderung, der Dienstrechtmodernisierung hier in Nordrhein-Westfalen. Dass nicht unbedingt ein Anreiz für leistungsorientierte Bewerberinnen und Bewerber ist. Was die Landesregierung selbst von diesem Gesetz hält, haben ja der Finanz- und der Innenminister dokumentiert. Da wird hier im Landtag ein Gesetz beschlossen, nach dem auch schlechter qualifizierte Frauen Männern vorgezogen werden. Und was passiert? Was passiert? Der Finanz- und der Innenminister machen breitflächige hunderte Beförderungen möglich, kurz bevor dieses Gesetz in Kraft tritt. Das ist ein Akt von politischer Schizophrenie, ein Gesetz zu beschließen, das man selber umgehen will. Bis zum Ende des Jahrzehnts die öffentlichen Haushalte 100 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen haben werden als im vergangenen Jahr. 100 Milliarden Euro mehr als jetzt. Ein Großteil dieser Summe kommt zustande, weil die Tarifabschlüsse, die Gewerkschaften und Arbeitgeber erzielen, zu einer Steigerung der Progression, also der Belastung in der Mitte der Gesellschaft bei den Facharbeiterinnen und Facharbeitern führen. Ein Großteil kommt zustande, weil sie geringe Zinsen zahlen, auf der anderen Seite die Menschen, die fürs Alter Vorsorge treiben wollen, die werden belastet dadurch, dass es überhaupt gar keinen Zins mehr gibt. Es ist nicht nur eine Ausnahmesituation wegen der Konjunktur und der Weltlage,
Herr Finanzminister. Es ist auch eine Ausnahmesituation, weil dem Staat Einnahmen zufließen, die ihm legitimerweise nicht zugestanden werden können. Und deshalb muss das, weil es eine Frage der Gerechtigkeit ist, wieder verändert werden. Wir brauchen eine faire Balance zwischen privaten Haushalten und öffentlichen Haushalten. Das verstehen Sie nicht. Herr Finanzminister, Sie schütteln mit dem Kopf, Sie verstehen das nicht. Sie zahlen wegen der Eurokrise und nicht wegen Ihrer Solidität so geringe Zinsen. Und die Menschen bekommen so geringe Zinsen aus dem gleichen Grund. Und deshalb ist es ein Gebot der Fairness, dass mindestens der Finanzierungsvorteil des Staates an die Menschen zurückgegeben wird. Doch, Frau Kraft, da rege ich mich auf, weil mich das noch betrifft, wenn Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sagen, dass sie keine Chance mehr haben, zum Beispiel Eigentum zu erwerben für die Familie, weil Grundsteuer steigt, Solidaritätszuschlag, erhöhte Grunderwerbsteuer. Mich regt das auf. Das war doch mal ein Anliegen der Sozialdemokratie. Das war doch ein Anliegen der Arbeiterbewegung, jenseits des Staats ermöglichen, dass man am Ende des Lebens den Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht hat und dass man das selbstgenutzte, abbezahlte Wohneigentum hat. Das machen Sie den Menschen hier immer schwerer. Und dann lachen Sie darüber, wenn andere sich darüber aufregen. Sie lachen noch darüber. Und Herr Finanzminister, noch zwei Dinge dazu. Sie haben hier eben gesagt, ja, wegen der kleinen und der mittleren Einkommen könnte man ja reden, aber darüber hinausgehende Entlastungen, das sei völlig indiskutabel und das ginge nicht. Das ist doch wieder mal bezeichnend. Sie nehmen die kleinen und mittleren Einkommen in Geiselhaft und gönnen ihnen keine Entlastung, weil Sie auf der anderen Seite ausschließen wollen, dass auch der Ingenieur einen Euro mehr in der Kasse hat. Und das ist nicht sozial gerecht. Alles andere als sozial gerecht. Und das machen Sie ja systematisch so. Wenn Ihnen nicht gefällt, was andere an Fakten vortragen, dann sprechen Sie den Menschen die Kompetenz, die Eignung, die Information ab. Das ist ein Zeichen Ihres Charakters und sagt, wo Ihr Problem ist. Da liegt Ihr Problem. So. In öffentlicher Sitzung. Mann. Jetzt wollen wir es in öffentlicher Sitzung mal dokumentieren und mal nachhalten, ja? Halten wir es mal nach. Studiengebühren nach dem alten NRW-Modell haben junge Menschen vom Studium abgehalten. Haben Sie behauptet, ich will den Beleg. Bringen Sie den Beleg bei. Sie haben gesagt, Ingo Wolf habe diesen Satz mit den Fröschen gesagt. Bringen Sie den Beleg bei, oder es ist üble Nachrede, was Sie hier gemacht haben. Und bringen Sie den Beleg. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, Frau Ministerpräsidentin. Und ausländische Direktinvestitionen. Ich möchte gerne einmal eine Analyse dieser ausländischen, ominösen Direktinvestitionen haben. Fließen die in Innovation oder sind das möglicherweise Gelder aus dem Ausland, mit denen Immobilieneigentum in den Ballungsräumen gekauft wird oder mittelständische Betriebe im Sauerland den Besitzer wechseln? Ich möchte gerne eine Analyse haben. Was ist das, Frau Ministerpräsidentin? Legen Sie das mal vor, wenn Sie damit Politik machen wollen. Möchte ich sehen. Nicht nur die absolute Zahl, auch die Struktur, damit wir das interpretieren können, ob es Ausdruck der Stärke oder der Schwäche dieses Landes ist. Ja, bitte nicht immer nur mit Überschriften arbeiten, sagen Sie ja so gern. Ja. So. Also okay. Okay, also dann gibt's für die. Ich wollte eigentlich jetzt zum Ende meines Beitrags kommen, aber dann gibt's für die Sozialdemokratie noch einen Nachschlag. Die Ministerpräsidentin,
Die Ministerpräsidentin hat hier sich als Lord-Siegel-Bewahrerin wieder des Industriestandorts geriert. Mit großem Applaus der SPD. Hat hier kritisiert, wie die Energiewende unter Schwarz-Gelb gemanagt worden ist. Jetzt halten wir zur Wahrheitsfindung mal fest. Mit Sigmar Gabriel ist nur nichts besser geworden. Mit Barbara Hendricks und beginnend mit dem Backloading bei den CO2-Zertifikaten unmittelbar nach der Bundestagswahl hat sich die nordrhein-westfälische SPD als Abrissbirne für den Industriestandort vorgestellt. Das waren Sie. Und der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung, der kann Ihnen doch genauso wenig gefallen, wie der IGBCE gefällt. Aber Sie kümmern sich ja überhaupt gar nicht mehr um die Industriegewerkschaften, weil Sie nur noch am Rockschoß von Verdi hängen, wie man bei Kaisers, Tengelmann und Edeka gesehen hat. Bedauerlicherweise steht all das, was Sie hier vorgetragen haben, schon als vorweggenommener Bilanz der vergangenen 6 Jahre. Steht alles, was Sie hier vorgetragen haben, in einem scharfen Kontrast zu all dem, was uns in Briefen geschrieben wird, was Schulkonferenzen an Resolutionen verabschieden und im scharfen Kontrast selbst zu einer Volksinitiative zu G8, G9, die Bürgerinnen und Bürger ergriffen haben. Die Menschen sehen es anders als Sie. Die Menschen sehen es offensichtlich, sehen die Bilanz offensichtlich anders als Sie. Die SPD singt zwar auf den Parteitagen immer Völker hört die Signale, aber bei Ihnen selbst scheinen die Signale nicht oder nur verspätet anzukommen, Herr Römer. 7 Milliarden Bedarf, 2 Milliarden Programm, das zeigt eins, Sie springen zu kurz, weil der Anlauf zu knapp ist, den Sie nehmen. 2010 hätten Sie anfangen sollen. Wenn Sie sagen, wir investieren jetzt, ist die Frage doch, warum erst jetzt und warum nicht schon vorher, Frau Lörmann? So, und dann hat sich der Kollege, ich komme jetzt wieder zu Ihnen da drüben. Und dann hat sich der Kollege Römer hier hingestellt und hat über das Programm selbst gesprochen und hat es gewürdigt als einen Ausweis sauberer Finanzierung. Das sei ein sauber finanziertes Programm. Ein sauber finanziertes Programm. Wenn, das muss man den Damen und Herren auf der Tribüne vielleicht auch nochmal sagen, das ist ein sauber finanziertes Programm für die SPD. Wenn Investitionen nicht getätigt werden aus den seit 6 Jahren massiv steigenden Einnahmen im Landeshaushalt. Es ist für Sie ein sauberes Programm, wenn stattdessen außerhalb des Landeshaushalts wieder ein klassischer Nebenhaushalt bei der NRW-Bank eingerichtet wird. Ganz klassisch. Für die SPD heißt ja, wir wissen das ja schon, für die SPD heißt ja sauber finanzieren, man nimmt einen Kredit auf, den die Schülerinnen und Schüler bis 2041 abzahlen müssen. Das ist ihre saubere Finanzierung. Dann sagen Sie immer, ja, die Kommunen, wir wissen, wir haben gesehen, die Kommunen konnten die Mittel nicht aufbringen, um in die Schulen zu investieren und ihre Aufgabe als Schulträger bei den äußeren Schulangelegenheiten gerecht zu werden. Die Kommunen konnten die Mittel nicht aufbringen. Und jetzt kommt der Grund dafür, warum die Kommunen das Geld nicht aufbringen konnten. Natürlich, Herr Römer, keine Überraschung, wegen der 5 Jahre Schwarz-Gelb. Wegen der 5 Jahre schwarz-gelber Regierungsverantwortung waren die Kommunen schachmatt gesetzt, konnten nichts tun. Da applaudieren Sie sogar noch. Man merkt, Ironie ist immer ein Risiko. Manche verstehen Sie nicht. Da applaudieren Sie tatsächlich auf den Satz. Wollen wir mal eins festhalten. 39 Jahre regiert die SPD, dann kommen 5 Jahre CDU und FDP und dann wieder 6 Jahre Rot-Grün und Sie haben mit dem einen überhaupt gar nichts zu tun. Da lachen doch die Hühner.
Ach, Herr Kollege, es ist doch alles einsehbar. Sie haben es verändert. Schütteln Sie mit dem Kopf. Fragen Sie doch Ihre eigenen Kommunalen mal. Fragen Sie Ihre eigenen Kommunalen. Was ist denn passiert bei der Eingliederungshilfe? Nichts haben Sie gemacht. Sie schütteln mit dem Kopf, die Zahlen widerlegen Sie. Sie kläffen, weil Sie ein getroffener Hund sind. Deshalb kläffen Sie hier rum. Deshalb kläffen Sie hier so rum. So, und jetzt mein dritter Punkt, dritter Aspekt. Wissen Sie, Sie werden das aushalten müssen, dass Leute auch anderer Meinung sind als Sie. Und das ist für Sie ja eine wachsend große Erfahrung angesichts der Umfragewerte in Nordrhein-Westfalen. Kommen Sie mal von Ihrer Arroganz hier runter. Sie treten noch so auf wie zur Zeit der absoluten Mehrheit von Johannes Rau. Das ist aber lange, lange, lange her. Lange, lange, lange ist das her. Frau Lörmann ist noch schlimmer. Sie hält erst am G8 fest als Schulministerin und dann tritt sie auf, wenigstens außerhalb des Landtagsgebäudes, als Spitzenkandidatin und sagt, als Spitzenkandidatin sei sie ganz anderer Meinung als diese Schulministerin. Das ist großartig. Und dann sagt sie, ja, es muss komplett individualisiert werden, ob 13, 12, 14 Jahre, wir schauen mal, was geht. Ihr Programm ist die totale Beliebigkeit und läuft auf die Zerschlagung aller Bildungsgänge hinaus, Frau Lörmann. Sie waren ja noch nicht mal in der Lage, Ihre eigene Landeswahlversammlung davon zu überzeugen, wenn man Ihr Ergebnis als Spitzenkandidatin sieht. Sind jetzt, so sagt man, auf den Fluren des Landtags der Problembär der Grünen geworden. Und selten zuvor hat man auch gesehen, dass eine Schulministerin so viel Porzellan in so kurzer Zeit zerschlagen hat, so viel Seriosität und Renommee in so kurzer Zeit verloren hat. Wir haben Demonstranten gesehen, die ihre Meinung gezeigt haben. Das heißt ja auch Demonstration. Es gab aber auch Demonstranten, die ihre Meinung durchsetzen wollten. Durch Blockade, durch Verschleiß der Polizei, durch Gewalt und durch Schottern. Frau Kollegin, Schottern, ist das einer der fantasievollen Proteste, von denen Sie gesprochen haben? Was ist Schottern? Schottern heißt, einerseits vor den Gefahren der Castortransporte zu warnen und andererseits durch Beschädigung des Gleisbetts vorsätzlich solche Entgleisungen zu provozieren. Das ist blutrot-grüner Zynismus, meine Damen und Herren. Das ist kein fantasievoller Protest. Das ist zu Recht eine Straftat, zu der zahlreiche Abgeordnete der Linkspartei aufgerufen haben und für die aus Reihen der Grünen Verständnis geäußert worden ist. Ich sage Ihnen aber, wer als gewählter Parlamentarier zum Bruch von Gesetzen aufruft, der diskreditiert sich selbst für die Gesetzgebung. Wenn Sie Straftaten tolerieren, überschreiten Sie die legitime Linie von Oppositionspolitik. Setzen Sie sich mit uns hier auseinander. Und Frau Künast sagt jetzt zu dem Ganzen, 131 verletzte Polizisten, 25 Millionen Euro Kosten des Einsatzes, das sei eine Sternstunde der Demokratie gewesen. Eine Sternstunde der Demokratie. Demokratie heißt, dass Legitimität über Wahlen hergestellt wird. Legitimität heißt, die Kraft des Arguments anzuerkennen. Demokratie heißt, Ordnung durch Verfahren. Demokratie heißt, Rechtsprechung anzuerkennen. Wenn das, was wir im Wendland erlebt haben, tatsächlich eine Sternstunde der Demokratie ist, dann haben die Grünen aufgehört, eine Rechtsstaatspartei zu sein. Aber es gibt ja einen Hoffnungsschimmer, Herr Kollege Römer, und das will ich Ihnen mal entgegenrufen, nachdem Sie hier mit der Ihrer eigenen besonderen Ausstrahlung von Selbstbewusstsein gesprochen haben. Das hier ist nicht nur, ich habe versucht, ein anderes Wort zu vermeiden, das wäre nicht kollegial gewesen. Aber zu Ihnen komme ich gleich noch, Herr Kollege, habe ich mir schon was zu aufgeschrieben eben, während der Rede von Herrn Römer. Aber wenn man der Umfrage des WDR vom vergangenen Sonntag, Herr Römer, Glauben schenken darf,
ist das nicht nur der letzte komplett in der Legislaturperiode vollzogene Haushalt, es ist auch der letzte rot-grüne Haushalt, ausweislich der Umfragen. Und deshalb ist dieses besondere Selbstbewusstsein, das Sie zur Schau tragen, vielleicht fehl am Platz. Etwas mehr Demut würde auch der Landesregierung gut zu Gesicht stehen. Das ist rot-grüne Haushaltslogik par excellence, wie Sie sie vorgeführt haben. Die wahre Bilanz ließ Sie also anders für das nächste Jahr. 1,8 Milliarden Euro ausgewiesene Nettokreditaufnahme plus 400 Millionen Euro vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb plus 600 Millionen Euro, die Sie bereits in diesem Jahr geleistet haben, obwohl Sie im nächsten Jahr fällig gewesen wären. Ohne Bilanztricks, Herr Finanzminister, würden Sie in diesem Jahr nur 1,3 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen, im kommenden Jahr aber mit 2,8 Milliarden Euro das Doppelte. Lackschäden übertünchen, Tacho runterdrehen, ab in den Verkauf. Die Finanzpolitik Nordrhein-Westfalens folgt denselben Methoden wie der Gebrauchtwagenhandel auf dem Kiesplatz. Mit diesen Tricks, die Sie hier in den vergangenen Jahren systematisiert haben. Und Sie setzen das ja weiter fort, es ist eben in der Debatte bereits angesprochen worden. 2018 und 2019 wollen Sie an den Mitteln drehen, die für die Beamtenpensionen zurückgestellt werden. In einer Größenordnung von 700 Millionen Euro im Jahr 2018. Da ist nicht eine einzige Maßnahme der Konsolidierung beschlossen oder gar umgesetzt. Und trotzdem, durch diesen Dreh, reduzieren Sie das Ausgabenniveau um 700 Millionen Euro. Ich sage Ihnen, Herr Finanzminister, vorwegnehmen, was Sie dann immer antworten. Wenn der Freistaat Bayern das macht, der tut das nämlich auch, dann vor einem fundamental anderen Hintergrund. Denn das Land Bayern nimmt nicht nur keine neuen Schulden auf, es tilgt Schulden. Und wenn die Rückführung für die Beamten aussetzen, hat das eine ganz andere Qualität als Ihre Trickserei. Sie haben gesagt, niemand mit Sachverstand zweifelt am Haushaltsausgleich 2019. Das waren Ihre Worte. Der finanzpolitische Sprecher der SPD sagte dagegen vor zwei Wochen, ich bin mir nicht sicher, ob der mit einbezogen ist in den Kreis der Leute mit Sachverstand, die Sie gemeint haben. Der finanzpolitische Sprecher Ihrer Fraktion hat hier vor zwei Wochen gesagt, ich zitiere ihn, möglicherweise wird die schwarze Null in Nordrhein-Westfalen erst 2020 erreicht werden. Dies ist kein Grund zum Feiern, ist aber vielleicht nicht zu vermeiden. Zitat Ende. Die mittelfristige Finanzplanung mit Haushaltstricks und einer geschönten Null in 2019, die ist noch nicht einmal hier beschlossen. Da sind Sie schon dabei, Ihre eigenen Versprechen wieder einzukassieren. Oder um im Bild zu bleiben, der aufgemotzte Gebrauchtwagen ist noch nicht vom Hof, da hat er schon einen Totalschaden, Herr Kollege Röhm. 14.000 Euro Jahreseinkommen, Grenzsteuersatz 25%. Wenn Sie die Abgeltungssteuer abschaffen, Herr Finanzminister, dann belasten Sie bereits die Leute, die kaum Zinsen auf ihr Erspartes bekommen, wenn sie mehr als 14.000 Euro Jahreseinkommen haben. Im Jahr 2013 waren es noch die Landesbeamten mit 35.000 Euro Jahresbrutto, die Sie zu Besserverdienern erklärt haben, denen man keine Besoldungsanpassung gönnt. Im Jahr 2015 sind wir weiter. Da ist man schon mit 14.000 Euro Jahreseinkommen so reich, dass der Staat umverteilen, dass Sie umverteilen wollen. Das zeigt, Sie haben sich vollständig von der Lebenswirklichkeit der arbeitenden Mitte in unserem Land abgekoppelt. Herr Laschmann, nach Ihrer Berechnung musste die Verwaltung 5.871 Stunden an der Beantwortung von 287 Fragen arbeiten. Das macht pro Frage bzw. Antwort 20 Stunden. Unsere erste Auswertung der Antwort hat aber ergeben, dass 96 Fragen entweder gar nicht oder faktisch nicht beantwortet worden sind. So im Stil, dazu liegen uns keine Daten vor. Ohne die Fragen betrug der durchschnittliche Aufwand der beantworteten Fragen sogar 30 Stunden.
30 Stunden, also eine Dreiviertelwoche Arbeitszeit für Antworten, die in aller Regel nicht über 10 Druckzeilen hinausgehen. Herr Lerschmense, entweder haben Sie bei der Berechnung des Aufwands ein klein bisschen geschummelt oder es gibt dringenden Bedarf nach einer Effizienzsteigerung in der politischen Leitungsebene. Auch das verfügbare bzw. nicht verfügbare Datenmaterial ist erstaunlich. So hat sich zum Beispiel die Landesregierung sichtlich schwer damit getan, darzulegen, wie sich eigentlich der Anteil weiblicher Beschäftigter in den Ressorts in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich hätte gedacht, im Jahr 2015 ist das bei einer modernen Verwaltung eine Frage des Knopfdrucks. Stattdessen lieferte die Landesregierung eine lange und im Zeitverlauf, kann ja jeder in der Drucksache nachschauen, unvollständige Liste mit einem bemerkenswerten Ergebnis. In den Jahren 2005 bis 2010 ist der Anteil an Frauen im Landesdienst um 4,2% gestiegen. Seit Rot-Grün das Land regiert, liegt das Wachstum nur noch bei 2%. Vielleicht ist der Grund für die merkwürdige Beantwortung also nicht schlechtes Zahlenmaterial, sondern dass bei ihrer gegenderten Personalpolitik Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderfallen. Durch welche Maßnahmen kann der administrative Aufwand bei Betriebsgründungen verringert werden? Antwort der Landesregierung: Mangels vorliegender Daten können keine Maßnahmen aufgezeigt werden. Wir haben gefragt, wo könnten wir im Baurecht komplizierte Vorschriften einfacher gestalten? Antwort der Landesregierung: Sind keine unnötig komplizierten Regelungen im Baurecht bekannt. Wir haben die Landesregierung gefragt, wie schätzt sie die Belastung der Unternehmen durch Bürokratiekosten, durch schwer verständliche und komplizierte Formulare ein? Antwort der Landesregierung: Sind solche Formulare nicht bekannt. Welche Formulare werden durch Behörden des Landes im Rahmen der statistischen Berichtspflichten an kleine und mittlere Unternehmen versandt, haben wir gefragt. Antwort der Landesregierung: Liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Ich fasse zusammen: Die Landesregierung weiß nicht, welchen Aufwand sie Bürgern und Betrieben zumutet. Sie haben 287 Fragen auf 629 Druckseiten beantwortet. In der Sache haben sie aber nur eines ausgesagt: Bürokratie und ihr Abbau ist für uns kein Thema. Und das ist ihr Problem und das Problem dieses Landes. Bürgerwehren, Pfeffersprays, Kleinwaffen sind mitunter schon vergriffen. All das, die Zahlen, die veröffentlicht werden, sind Alarmsignale. Die Bürger sind dabei, aufzurüsten. Wir wissen, mehr Waffen in unserer Gesellschaft schaffen nicht mehr Sicherheit, sondern sind eher eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Wir fordern einen Staat, der den Menschen möglichst viel Eigenverantwortung und Freiheit belässt, aber auf die öffentliche Ordnung, den Schutz der körperlichen Unversehrtheit und ihres Eigentums, darauf müssen die Bürgerinnen und Bürger sich zu jeder Zeit und in jedem Winkel unseres Landes verlassen können müssen. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben hier eben gesagt, der Silvesterabend habe den Eindruck erweckt, dass dies nicht so sei. Die traurige Wahrheit aber ist: In Köln konnten sich die Frauen darauf nicht verlassen. Das war kein Eindruck, sondern die Realität. Und Frau Ministerpräsidentin, wie passt die Tatsache des Silvesterabends, dass das möglich werden konnte, zu der eben von Herrn Römer hier vorgetragenen Erfolgsbilanz in der Innen- und Rechtspolitik? Wie passt das zusammen? Auch Ihre, Frau Ministerpräsidentin, eben hier im Parteitagsduktus vorgetragene Rede zeigt, dass Sie die Dimension der Ereignisse immer noch nicht erkannt haben. Immer noch nicht. Wenn Sie sich im sechsten Jahr Ihrer Regierungsverantwortung in dieser Debatte immer noch
an einer Opposition abarbeiten müssen, die seit 2010 hier keine Verantwortung mehr trägt, dann ist das ein Dokument Ihrer vollständigen Hilflosigkeit, Frau Kraft. Herr Jäger, Sie sind öffentlich nicht als Dienstherr aufgetreten, der sich schützend vor seine Polizei stellt. Das wäre nicht nur eine Frage Ihres Amtsethos gewesen. Diesen Respekt dürfen die Beamtinnen und Beamten, die im Einsatz ihre Knochen für uns hinhalten, von ihrem obersten Dienstherrn sogar erwarten. Ihre Klarstellungen vom gestrigen Tag kamen zu spät. Die Öffentlichkeit hat den Eindruck gewonnen, der Innenminister klagt seine Polizei an. Die Polizeigewerkschaften waren darüber in öffentlichen Stellungnahmen zu Recht empört. So stärken Sie weder das Vertrauen der Bürger in die Polizei, noch stärken Sie das Vertrauen der Polizei in Ihre Person. Die Taktik des Aufklärers und Anklägers haben Sie nur gewählt, um Ihre eigene Haut zu retten. Und das ist billig und unwürdig. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar wurde Köln innerhalb von 15 Monaten nach dem Hogesa-Vorfall zum zweiten Mal ein Massentatort. Weitere Führungsfehler waren Ihnen und der Öffentlichkeit bekannt, Stichwort SEK. Jedes Mal und bis zuletzt haben Sie Ihre schützende Hand über den Polizeipräsidenten gehalten. Sie haben toleriert, dass die Kölner Polizeiführung offensichtlich mit ihren Aufgaben überfordert war. Spätestens diese Untätigkeit begründet Ihre politische Verantwortung für die Silvesternacht. Oder um es in Ihre bemerkenswerte Diktion zu übersetzen, Sie haben sich ja mit einem Gesundheitsminister verglichen, der keine Verantwortung für Blinddarmoperationen übernehmen kann. Diese Bemerkung lässt übrigens ja erahnen, wie Sie Ihr Amt verstehen. Aber selbst diese Verteidigung ging am Kern der Sache vorbei. Ein solches Amtsverständnis würde ich Frau Steffens nicht unterstellen. Denn auch ein Gesundheitsminister, der von schweren ärztlichen Kunstfehlern weiß und tatenlos bleibt, würde verantwortungslos handeln. Herr Römer, Sie haben hier eben vom Versagen der Polizeibehörden gesprochen. Sie haben sogar vom Versagen des Staates gesprochen. Hier eben von einem Kontrollverlust. Wenn Polizeibehörden versagen, wenn der Staat versagt, dann hat auch der Innenminister versagt, Herr Römer. Das, was Sie hier gesagt haben, die Passage, die Sie hier verwendet haben, war eine indirekte Rücktrittsaufforderung an den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Das war die erste. Sie waren damit der Erste heute, der das getan hat. Herr Jäger, Sie waren selbst ja immer sehr scharf, Maßstäbe an andere anzulegen. In den letzten Tagen haben wir erlebt, dass Sie selbst diesen Maßstäben nicht gerecht werden wollen. Aus dem einstigen Jäger 90 ist binnen weniger Tage ein Ultraleichtflugzeug geworden. Wenn Sie Charakter haben, Herr Jäger, wenn Sie Charakter haben, wenn Sie Charakter haben, dann stellen Sie sich jetzt Ihrer Verantwortung für die Wiederherstellung des Vertrauens in die Polizei und den Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen und auch für Ihre eigene Koalition sind Sie nur noch ein Klotz am Bein. Ab welchem Zeitpunkt hat eigentlich der Innenminister von diesen erheblichen Vorgängen in Köln Kenntnis erhalten? Noch in der Nacht oder am Neujahrstag? Wann wurde die Ministerpräsidentin informiert? Sie haben ja hier heute gesagt, Frau Kraft, Sie hätten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst am 4. Januar Kenntnis von den Ereignissen in Köln erhalten und hätten sich dann am 5. Januar ja auch öffentlich geäußert.
Entweder müssen Sie Ihr Erinnerungsvermögen noch einmal prüfen, wann Sie informiert worden sind, oder wir haben heute erfahren, dass die Kümmerin Nummer 1 in diesem Land sich einen feuchten Kehricht um die innere Sicherheit schert. Natürlich, ein solcher Vorgang, Frau Ministerpräsidentin, Tagen später. Liebe Kolleginnen und Kollegen, allenthalben war dieser Tage zu hören, dass man die Täter mit der ganzen Härte des Rechtsstaats und unabhängig der Herkunft zur Rechenschaft ziehen muss. Ich dachte immer, das sei eine Selbstverständlichkeit. Wenn eine solche Selbstverständlichkeit öffentlich betont werden muss, dann ist das bereits ein Krisensymptom. Die Silvesternacht war in ihrer Dimension zweifellos außergewöhnlich. Steigende Kriminalität ist aber kein neues Phänomen für unser Land. Die Sicherheitslage und die sich aus ihr ergebenden Aufgaben für den Staat haben sich in den vergangenen Jahren fundamental verändert. Die Flüchtlingslage macht Veränderungen in der staatlichen Schwerpunktsetzung nun noch dringlicher. Konzeptionelle Konsequenzen für Polizei und Justiz müssen gezogen werden. Der Staat, der Rechtsstaat, muss in seinem Kernbereich gestärkt werden, indem er in anderen Bereichen verschlankt und entbürokratisiert wird. Noch am 23. Dezember erklärte die Landesregierung durch Minister Jäger, Zitat, in Nordrhein-Westfalen gibt es keine sogenannten rechtsfreien Räume. Straftätern wird nachhaltig verdeutlicht, dass das Gewaltmonopol ausschließlich beim Staat liegt. Zitat Ende. Die Ereignisse in Köln zeigen, wie wenig glaubwürdig die Worte dieses Ministers noch sind. Niedrige Aufklärungsquoten bei Wohnungseinbrüchen, No-Go-Areas in Gelsenkirchen, rechtsfreie Räume in Duisburg, nordafrikanische Diebesbanden mit 2200 Verdächtigen in Düsseldorf, Hooligans in Köln, organisierte Kriminalität durch Familienbanden und Rockern in vielen Orten. Nordrhein-Westfalen ist ein Paradies für Taschendiebe, ein Eldorado für Salafisten, die Nachwuchs für Gotteskrieger für den Krieg im Nahen und Mittleren Osten suchen. Die Wahrheit ist, Herr Jäger, Ihnen ist die öffentliche Sicherheit in Nordrhein-Westfalen bereits weitgehend entglitten. Und Herr Römer, Sie PowerPoint-Junkie, wie wir eben gesehen haben, mit Ihrem Chart, es wirkte so ein bisschen wie Colin Powell im Weltsicherheitsrat, wie Sie hier die Zahlen aufbereitet haben. Aber das sollen Historiker aufarbeiten, Herr Römer. Jetzt wollen wir uns doch mal ansehen, wie die Gewerkschaft der Polizei die zukünftige Entwicklung hier in Nordrhein-Westfalen einschätzt mit Ihren Plänen. Können Sie das sehen, dieses Diagramm? Können Sie erkennen, wie viel Rot hier steht? Das ist die Aufgabe, vor der Sie stehen, nämlich auch wegen der Pensionierungswelle, die es gegeben hat und aus der Sie bis dato noch keine Konsequenz in keinem Haushalt, in keiner mittelfristigen Finanzplanung gezogen haben. Das ist die Lage. Es ist nicht mehr die Zeit für Showveranstaltungen des Ralf Jäger, wie die Blitzermarathons. Ja, in der Tat, Kolleginnen und Kollegen der SPD, angesichts der Sicherheitslage halte ich die Blitzmarathons, Tage vorher angekündigte Showmaßnahmen ohne echte Wirkung für die Verkehrssicherheit, für überflüssig. Die Möglichkeiten der Polizei müssen wieder auf den Kernbereich der öffentlichen Sicherheit konzentriert werden. Unser Land braucht nachhaltige innenpolitische Konzepte statt dieser Einmaleffekte. Die Gewährleistung der inneren Sicherheit und der Strafverfolgung ist eben diese Kernaufgabe. Gerade der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt und Verbrechen auf unseren Straßen und in ihrem Zuhause sowie vor Extremismus und terroristischer Bedrohung muss heute mehr denn je im Zentrum stehen. Dafür brauchen wir nicht schärfere Gesetze. Dafür brauchen wir kompetente Regierungen. Wann, Frau Ministerpräsidentin, nehmen Sie eigentlich Ihren Innenminister in die Pflicht, die strukturellen Defizite bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen abzustellen? Wann, wenn nicht jetzt,
Machen Sie als Ministerpräsidentin die innere Sicherheit zur Chefinnensache, und zwar nicht nur heute hier in einer Debatte, sondern dauerhaft. All die Versäumnisse von Herrn Jäger, wissen Sie, würde ich das nur aus einer parteipolitischen Perspektive betrachten, würde ich es ja noch ganz anders sehen. Da freue ich mich darüber, wenn Sie sich einen solchen Klotz am Bein bis 2017 leisten wollen, der dauerhaft für Sie eine Flanke sein wird. Aber die Debatte ist eben anders. Hier geht es grundlegend um das Vertrauen in die staatliche Ordnung. Und Frau Ministerpräsidentin, wenn Sie am Minister Ralf Jäger festhalten, dann wird auf Dauer in Nordrhein-Westfalen die Wunde der Silvesternacht sichtbar sein. Nicht erst in diesen Tagen meldet sich eine Vielzahl von Islamwissenschaftlern, Soziologen und Publizisten zu Wort, die uns über das Selbstverständnis vieler Männer und ihren Umgang mit Frauen in arabisch-nordafrikanischen Staaten berichten. Deshalb müssen wir klar definieren, wer bei uns Schutz erhält und wer keinen Anspruch auf ein Gastrecht geltend machen kann, weil er unsere Rechtsordnung nicht zu akzeptieren bereit ist. Es ist richtig, dass der Bund nun eine Verschärfung der Abschiebegesetze voranbringt. Das gehört in diese Debatte, Armin Laschet. Denn es ist nicht verantwortbar, dass wir solidarisch mit Menschen sind, die unseren Rechtsstaat mit Füßen treten und durch Straftaten dokumentieren, dass sie unsere Wertordnung nicht akzeptieren. Die Menschen erwarten zu Recht, dass diese Flüchtlinge ausgewiesen werden. Meine Damen und Herren, wir müssen erkennen, dass die Ereignisse von Köln auch die Debatte um die Flüchtlingspolitik insgesamt verändern und das politische Klima in Deutschland massiv beeinflusst haben. Frau Ministerpräsidentin, Sie sind kurz auch darauf eingegangen. Die momentanen Grenzen unserer Integrationsmöglichkeiten und die Aufnahmebereitschaft der Bürger werden jetzt kritischer hinterfragt. Wie in Schweden sind sie auch in Deutschland nicht unbegrenzt. Deshalb muss die ungesteuerte Zuwanderung in unser Land enden. Symboldebatten um Integrationsgesetze oder rechtlich wie organisatorisch nicht umsetzbare Obergrenzen helfen dabei nicht. Mit solchen Symboldebatten macht man Rechtspopulisten groß. Erst mit realen Problemlösungen macht man sie wieder klein. Statt wortwörtlich grenzenloser Aufnahmebereitschaft oder reaktionärer Abschottungsversuche benötigt unser Land jetzt eine Wende für eine humanitär verantwortliche, aber wieder europäisch eingebettete und endlich rationale Einwanderungspolitik. Da eine gemeinsame europäische Lösung gegenwärtig nicht absehbar ist, muss Deutschland seine Handlungsfähigkeit wiedergewinnen. Die Priorität muss darauf liegen, den Menschen in den Nachbarstaaten Syriens vor Ort zu helfen. Die besondere Sogwirkung nach Deutschland muss reduziert werden, indem beispielsweise Kriegsflüchtlingen nur noch ein vorübergehender humanitärer Schutz gewährt wird. Analog zum gegenwärtig nicht angewendeten europäischen Recht hat meine Fraktion dazu ja hier bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wenn nicht kurzfristig die Außengrenzen des europäischen Staatenverbundes wirksam geschützt werden können, wird unser Land zudem zum bisherigen Recht zurückkehren und seine Grenzen schützen müssen. Deutschland muss so die Kontrolle zurückerhalten, wer sich aus welchem Grund dauerhaft oder vorübergehend in unserem Land aufhält. Sonst erodiert der Rechtsstaat und das Vertrauen in ihn. Wir stehen in der Verantwortung, genau diese Vertrauenskrise abzuwenden. Zum Ende. Wir werden ja sehen. Wir werden bei der Landtagswahl ja sehen, welches Modell sich durchsetzt. Ihres oder ein anderes. Werden wir ja sehen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ja die Wahl, auch wenn sie es stört. Frau Löhrmann, ich bin am Ende meiner Redezeit. Frau Löhrmann, ich sage Ihnen eins, machen Sie sich darauf gefasst. Unser Ziel bis zur Landtagswahl ist, dass am Tag nach der Landtagswahl Silvia Löhrmann im Ruhestand ist und die Grünen keine Verantwortung mehr haben für die Bildungspolitik. Ihr lieben Freunde, ihr wart politisch noch gar nicht geboren, da haben wir das schon gefordert. Zentrale, bitte jetzt.